Die Resonanz auf Seniorensport-Infotage ist beim Sportbund Rheinland ungebrochen gut. Der 14. Infotag Seniorensport lockte 160 Interessierte ins Schul- und Sportzentrum nach Mülheim-Kärlich. Seniorenberater, Übungsleiter und Vereinsmanager sowie weitere Vereinsvertreter wurden von der Präsidentin begrüßt. Monika Sauer und ihr Sportbund-Team schaffen es regelmäßig, Menschen zu bewegen. Ich glaube, dass das für die Vereine schon interessante Angebote sind, die sie in ihren Übungsstunden gut umsetzen können und gebrauchen können. Und das erklärt eigentlich die gute Resonanz. Weitere Erfolgsrezepte sind durchdacht ausgewählte Themen und Referenten. Passend zum SBR-Jahresmotto Digitalisierung konnte mit Dr. Ronald Burger ein promovierter Sportwissenschaftler und Gesundheitsberater zum Impulsvortrag gewonnen werden. Selbstbestimmtes Leben im Alter. Was kann digitale Technik dazu beitragen? Der 57-Jährige lieferte Antworten, nannte Beispiele und schaffte es, das Auditorium zu packen. Denn digitale Hilfsmittel können durchaus sinnvoll den Sportalltag bereichern. Zwei Gründe fallen mir da ein. Das eine ist natürlich zur Überwachung der Vitaldaten. Sind die gesund? Können die mitmachen? Das andere ist aber auch, dass wir dann mal wieder die Schule der Nation sind, dass wir sagen, guck mal, wie du mit dieser Applikation, mit diesem Messsystem klarkommst. Und das erleichtert dir auf jeden Fall den Alltag im Älterwerden. Die Palette an potenziellen Hilfsmitteln ist enorm. Aber was hilft wem wirklich? Die Thematik wirft Fragen auf und es wurde konstruktiv diskutiert. Ronald Burger untermauerte dabei den stetig steigenden Stellenwert derer, die eine Gruppe zum Sport anleiten. Die digitalen Hilfsmittel, richtig eingesetzt, dienen durchaus zur Prävention, bevor der Arzt kommt. Die Sportlehrer und Übungsleiter sind schon immer auf der anderen Seite und wollen die Leute gesund halten. Wenn das ein großer Teil des Arztdaseins ist, dann sind Übungsleiter und Sportlehrer schon immer ein bisschen Arzt. Mit Web und App das Altern meistern, hieß der anschließende Workshop des Sportwissenschaftlers. Eines von insgesamt 12 Angeboten, die den Teilnehmern tiefergehende Informationen zu Theorie und Praxis lieferten. Mittendrin stand nur dabei Monika Sauer, die sich einen Eindruck von der Bandbreite der Workshop-Palette einholte. Das Rollatorabzeichen, auf den ersten Blick weit weg vom digitalen Zeitalter und doch so nah. Jutta Richter vermittelte das richtige Handling von Rollatoren. Da spielt Koordination eine Rolle. Alexandra Stempin ist eine Fachfrau in Sachen Koordination. Nutzen und Übungen für Senioren hieß ihr Workshop, in dem unter anderem Sturzprophylaxe thematisiert wurde. Am Ende des Tages geht es nicht um Hilfsmittel, sondern um Menschen. Es ist alles gut und schön, digitale Medien einzusetzen, wenn ich aber darüber vergesse, dass ich mein Körpergefühl eigentlich entwickeln soll im Sport, Spaß haben soll, Geselligkeit haben soll, das gehört ja für uns Vereine schon dazu, dann darf die Digitalisierung eingesetzt werden, aber sie darf nicht das Hauptthema im Sport werden. Also wurden auch beim Infotag Seniorensport wieder Menschen in Bewegung gebracht. Hilfsmittel sind dazu oft willkommen und so durften Ballsportangebote für Ältere nicht fehlen. Zum Abschluss wartete dank Franz-Josef Eutenneuer noch ein humoristischer Beitrag auf die Teilnehmerschaft. Mit Herz, Hirn und Humor in eine digitale Zukunft, sein Motto des Tages. Dieser humorvolle Vortrag heute Nachmittag, das ist dann immer so ein kleines Highlight. Man ist ja doch einen ganzen Tag angespannt, muss aufpassen, muss viel mitnehmen, viel speichern und wenn man dann zum Abschluss noch mal herzlich lachen kann. Ich denke, das ist auch gesund, denn die Lachmuskeln gehören ja auch bewegt. Die wurden bewegt. Dafür sorgte Franz Josef Eutenneuer, der seine kabarettistischen Gedanken einem dankbaren Publikum präsentieren konnte. So ein Infotag Seniorensport steht für Wissensinput und Unterhaltung. Die 15. Auflage kann kommen.